schönen Abend, meine lieben Bastelfreunde. Herzlich willkommen hier wieder bei Michas Adventskalender. Ja, heute am Tag 10, dem 10. Dezember. Wir wollen heute das 10. Türchen aufmachen von unserem Kalender. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und suchen mal schön das Türchen. Wo Hammers? Ah, ich glaube, ich kann es sehen. Ja, da ist es auch schon. Schönen Umschlag. Wollen wir doch mal schauen. Ach nee. Es ist schon wieder der Bugatti. Naja, dann haben wir wenigstens alle drei Bugatti-Folgen, die in diesem Kalender versteckt sind, wenigstens schon weg und können uns dann mehr auf Weihnachten freuen, weil wir dann vielleicht in den Ausgaben mehr zu tun haben. Weil wir haben ja erst eine Ecto-Folge gehabt. Wir haben erst eine Eleanor-Folge gehabt, noch gar kein Lamborghini drin gehabt in dem Kalender und auch erst eine Gran Torino-Folge gehabt. Aber dafür schon den Bugatti komplett weg. Naja, okay. Dann ist es heute wieder der Bugatti und da bewegen wir uns dann bei den Ausgaben. Und 39, die wollen wir dann heute verbauen und genau, dazu würde ich dann wieder sagen, ihr schaut euch jetzt wie immer das Intro vom Bugatti an und ich bereite hier die Bauphase vor. Bis gleich! So, hier haben wir dann die Ausgabe 38, da schauen wir mal ganz schnell ins Heft. Wie immer wieder ein schönes altes Modell, was wir hier zu sehen kriegen. Und dann haben wir hier auch schon die Bauphase. Was bekommen wir für eine Bauphase? Wir gehen Support des Motorcycles Adventures. Motor, also wir bekommen Unterstützungsteile für den Motor. Meine Vermutung liegt auf Lichtmaschine, würde ich vermuten, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass diese Teile hier die Lichtmaschine sind. Aber sicher bin ich mir da nicht. Gut, was sollen wir machen? So, wir sollen dieses Element hier nehmen und sollen das hier dran schrauben. Und zwar geht das auch nur in einer Position, weil wir haben hier wieder einen kleinen Nupsi, den wir da an der Seite haben. Und das Ganze sollen wir jetzt mit einer PS02 Schraube sollen wir das zusammenschrauben. Die Schrauben wieder mal schön in Silber. Mal nicht schwarz. Hatten wir ja beim letzten Mal auch schon, dass die nicht schwarz sind. Die Schrauben. Und dann schrauben wir jetzt hier eine Schraube rein. Dass das ganze Ding auch zusammenhält. Jawohl. Und auf der anderen Seite kommt dann
Ist das das oder das? Nein, es ist das hier. Dieses schöne Teil hier rein. Das sollen wir... Ach, das wird dann nur so... Sehr witzig. Achso, das soll so da rein. Ah ja, okay. Und wird ebenfalls mit einer PS02-Schraube angeschraubt. So, hoppsa. So, dann haben wir das auch. Und jetzt sollen wir auf der anderen Seite dieses schöne Teil noch hier anschrauben. Da. So. Sollen wir das anschrauben. Und das machen wir mit PS16, das müssen aber dann ziemlich kleine sein. Brauche ich dann einen anderen Schraubendreher, weil der ist sonst zu groß. Und die schrauben wir einmal hier rein. Einmal. Und zweimal. So, und jetzt sollen wir das ganze Teil noch an unserem Motor anbringen. Ich habe Gott sei Dank meinen Karton, wo die ganzen Teile drin sind, neben mir hier stehen, dass ich das schnell mal den Motorblock hier rein tun kann. Und zwar kommt das Ganze hier vorne dran. Da haben wir noch so zwei so Halterungen. Könnt ihr ein bisschen schlechter sehen. Also hier ist eine Halterung und da ist eine Halterung. Und da soll das ganze Teil jetzt drauf. Und nur gucken, wie rum. Also so rum soll das. Und das geht auch nur so. Und das Ganze wird dann mit DS01. Ja, das sind auch die einzigen Schrauben, die ich noch habe. DS01 Schrauben wird das Ganze angeschraubt an unseren Motorblock. Eine und die zweite. Da ist ein bisschen schwieriger dran zu kommen. Aber geht so gerade. So, mal wackelt noch ein bisschen. Die Schrauben, dass das Ganze nicht so wackeln kann. So, jetzt ist es fest und jetzt sehen wir das ganze Element. Gut, das war dann auch alles schon wieder für die 38. Kommen wir zur Ausgabe 39 und da ist noch weniger zu tun. Wir bekommen Teile für unseren Diffusor. Das ist das erste Teil unseres Diffusors und das ist noch eine sogenannte Seitenplatte, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und die sollen wir da jetzt einfach nur dran schrauben mit zwei Schrauben. Und ihr werdet es nicht glauben, das war es dann alles auch schon dann für die Ausgabe 39. Also wir schrauben nur zwei Schrauben dran und dann
sind wir auch mit der 39 schon fertig. Also, wir nehmen die Platte, tun die hier unten so einsetzen, nehmen zwei PS16 Schrauben. So, und dann sind wir auch schon mit der 39 fertig. Wir können ja mal gucken. Also ich habe gesehen bei meinem lieben Kumpel Patrick, der ist ja schon ein bisschen weiter, der hat ja schon bis 41 verbaut, dass das ganze Element hier irgendwo hin soll. Hier kommt das rein. Und jetzt weiß ich nur nicht, wie rum, ob so rum oder so rum. So kommt das dann hier rein und hier kommen dann praktisch die Auspuffrohre dran. So soll das Ganze dann sein. Aber für heute sind wir mit der 38 und 39 fertig. Was ich euch zeigen kann, hier haben sie schöne Bilder. Da sehen wir zum Beispiel unseren Diffusor. Also sprich, das ist dann das Teil hier. Also kommt das doch so rum. Und da unten haben wir dann die Auspuffrohre von unserem Bugatti Supersport. Okay, das, wie gesagt, war es dann für die beiden Ausgaben. So, meine Lieben, das war's dann auch schon wieder. Wie immer, recht zügig, recht rasch. Bei Bugatti halt nichts Neues. Kennen wir ja mittlerweile schon. Oh, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja unser Türchen auch erstmal noch wieder zurück an unserem Kalender packen. Das machen wir mal eben so. Und wie ihr jetzt am Kalender schon sehen könnt, 10 Türchen sind schon offen. Das heißt, wir haben in 2 Tagen haben wir dann die Hälfte schon von unseren Türchen geöffnet. Und wir haben nur noch summa summarum 14 Tage bis Heiligabend. Das ist, kann man jetzt schon wirklich sagen, heute in 2 Wochen. Heute in 2 Wochen ist Weihnachten. Das ist recht schnell und recht rasch. Geht das die Zeit rum. Aber gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst gerne, falls es noch nicht getan habt, ein Abo für diesen Kanal da. Aktiviert dazu am besten noch die Nachrichtenglocke, dann erfahrt ihr, wann das nächste Adventsvideo morgen Abend hier startet. Und in diesem Sinne sage ich dann Glück auf, macht's gut, bleibt gesund, bleibt weiter besinnlich und bis morgen, meine Lieben. Ciao.